Für mich ist das ATP, bitte als einfacher Praktiker draußen in der Pampa, der Marker der mitochondrialen Funktion. Ich weiß, da gibt es andere Auffassungen, aber für mich ist es ein guter Marker einfach. Ja. Ja, das wissen Sie wahrscheinlich alle, nur noch mal in Erinnerung gerufen. Warum interessiert mich das ATP? Weil es ja wirklich wahnsinnig hoch produziert wird. Bei uns tagtäglich so viel, wie ich wiege. Beim Kranken eventuell mehr oder weniger, beziehungsweise beim Sportler noch viel mehr. Also das ist ein Stoff, der mich eigentlich zu interessieren hat, genauso wie mich der Zuckerstoffwechsel interessieren muss oder der Blutdruck. Nehmen wir die nächste Folie. Ja, und jetzt habe ich einfach mal aus der letzten Zeit so mal ein paar Messungen rausgenommen. Ich glaube, von diesem Jahr war das, das waren 27 Patienten. Da war jetzt alles drin, vom Krebspatienten bis zum Vorsorgepatienten, also einfach Querspektrum. Und was kommt da raus? 16 haben pathologisch niedrige ATP-Werte und 11 normale Werte. Muss man sagen, um Gottes Willen, die Bevölkerung ist also dramatisch gefährdet, jetzt auszusterben. Ich vermute, dass das nicht stimmt, sondern eine Arztpraxis ist ja die Anlaufstelle eigentlich für Kranke. Deswegen ist sicherlich bei mir, sind diese Werte relativ hoch und es wird in Ihren Praxen auch so sein, wenn Sie das mal statistisch nachverfolgen. Dafür sind wir ja da, für diese Leute. Nur, wer misst das ATP? Wer interessiert sich dafür? No? Ja, nehmen wir die nächste Folie. Dann kann man mit noch einige andere Dinge mittesten. Da gibt es diesen Thiomersal-Test, den die Firma Ganzimmun anbietet. Da macht man Folgendes. Diese Leukozyten, diese weißen Blutkörperchen, da misst man zunächst einmal den Ausgangsgehalt an ATP. Und jetzt geht man her und macht genau das, was der Herr Meier immer nicht haben will. Ja, richtig mit Quecksilber vergiften, Thiomersal, was ja früher in den Impfstoffen drin war. Ja, wir haben richtig Gas gegeben. Und dann passiert Folgendes, diese lädierten Mitochondrien produzieren weniger ATP. So, und das messen wir dann. Und dann messen wir, was kommt raus, wenn ich das Thiomersal, also das Quecksilber, wieder wegnehme, haben diese Blutkörperchen noch die Eigenschaft, sich selbst helfen zu können? Können die sich regenerieren? Diese Fragestellung kann ab und zu interessant sein. Die muss man nicht jetzt mal wissen, aber ab und zu kann das interessant sein. Welche Kraft haben denn diese Blutkörperchen noch, wieder gesund zu werden? Ja, dann die mitochondriale Schädigung durch Schwermetalle. Zum Beispiel, das Quecksilber ist ja in aller Munde, buchstäblich. Ne? Und wie Sie wissen, haben wir ja, wie soll man sagen, ich habe einen Freund, der hat ein Krematorium. Ne? Und der zeigt mir manchmal, wie Quecksilberperlen direkt auf der Asche schwimmen. Das heißt, wir sind ja Sondermüll eigentlich. Deswegen lassen ja viele Leute sich kremieren, finde ich jetzt sehr verantwortungsvoll im Bezug auf unsere Nachfahren, die in dieser Umwelt noch leben müssen. Weil denken Sie, heutzutage eine Erdbestattung, voll mit Chemotherapeutika, mit anderen Giften, unter anderem Quecksilber, ist nicht so appetitlich fürs Grundwasser. No? Also, ja. Und wenn Sie mal ein Krematorium besichtigen, sowas kann man ja, ne? Dann werden Sie zu hören bekommen, wie gesagt, mein Bekannter, der hat eben ein ganz neues, da ist ein Drittel Verbrennungsanlage und zwei Drittel sind Filteranlagen.